Hallo, wir sind hier im Mercure Warschauer Grand. Ich habe ein Apartment, du wurdest genannt, im siebten Stock, Zimmer 708. Und bin ehrlich gesagt total begeistert. Wir fangen gleich mal links an. Waschbecken, Bademäntel sind da. Und eine riesige Dusche. Sogar mit zwei Duschköpfen. Die üblichen Annehmlichkeiten, Duschgel, Bodylotion, Shampoo, sogar Zahnbürste, Seife. Alles da. Das Ganze sogar in doppelter Ausführung. Und wer sich beim Waschen oder Zähneputzen nebenbei Fernsehen schauen möchte, bitteschön, auch dafür gesorgt. Wie ihr seht, der Fernseher geht so ein bisschen hier an der Wand entlang. Das hat einen Sinn, denn hier hinter ist noch eine Badewanne. Das heißt, wir haben Dusche und Badewanne. Das hat man eher selten. Und hinterher kann man sich hier noch direkt neben der Badewanne auf so eine schöne Wiege legen. Macht doch schon mal was her. Sind wieder vorne, ihr seht die Tür. Wir gehen noch mal kurz in die Richtung. Hier rechts befindet sich die separate Toilette. Bisschen dunkel, machen wir Licht. Ja, üblicher halt. Auch noch mal einen separaten Waschbecken. Dann haben wir hier noch einen Schrank. Gucken wir mal rein, was da drin ist. Aha. Eine Nespresso-Kaffeemaschine, zwei Flaschen Wasser, Safe, Wasserkocher mit Tee und Kaffee passen dazu. Und da unten noch die kostenpflichtige Minibar, die ja doch recht gut gefüllt ist. Kann man nicht meckern. Wer nicht unbedingt von der Badewanne aus Fernsehen schauen möchte, kein Problem. Wir haben hier noch einen Fernseher stehen, direkt vor dem doch nicht gerade kleinen Bett. Den Beistelltisch kann man natürlich wegnehmen. So, hier an der Wand, Schreibtisch, zwei Sessel, Weinkarte vom Weinstone. Hotelrestaurant, auch nochmal Wasser. Und dann geht es hier hinten weiter. Ablageflächen und zwei große Schrankteile. Hier kann man also auch ein paar Tage länger bleiben und seinen Koffer auspacken und nicht nur irgendwie für ein, zwei Nächte oder so. Ja, ein bisschen übereckt das Ganze. Werfen wir noch einen Blick hier raus aus dem Fenster. Rausstürzen kann man nicht. Heute ist gerade ein bisschen bewölkt, aber man kann so ein bisschen die Skyline von Warschau sehen, wobei sich direkt hinter dem Novotel, was wir hier vorne sehen, diese Spitze, die da oben auftaucht, die gehört zum Kulturpalast, wird jetzt leider hier verdeckt. Ja, schönes Zimmer, schwer begeistert. Kann man nicht anders sagen. Sehr groß. Und wenn man da ein bisschen rechtzeitig bucht, kriegt man das zu richtig günstigen Preisen, wo man in Deutschland teilweise nicht mal mehr ein Standardzimmer in einem 3-Sterne-Hotel bekommt. Ja, das Mercure Warschauer Grand, was seinem Namen Grand wirklich alle Ehre macht. Und da ich schon mal hier war, kann ich euch sagen, dass auch das Frühstück hier wirklich richtig gut ist. Wenn ihr mal nach Warschau kommt, das Mercure Warschauer Grand ist wirklich ein Hotel, was man bedenkenlos empfehlen kann.